Ei oder nicht Ei? Das ist hier die Frage. Und genau um dieses Thema kümmern wir uns heute. Das große, schöne, nette, beliebte Osterei. Gerade in Zeiten wie jetzt, wo Ostern ist, stellt sich immer wieder die Frage: Chris, sind denn die Eier wirklich so schlecht für uns? Sind denn die so schlecht für uns wegen dem Cholesterin, wegen dem viel gesättigten Fettsäuren? Ist es wirklich so ein schlechtes Lebensmittel, wie es tatsächlich alle sagen? Und genau das schauen wir uns heute an. Mein Name ist Christian Rohrhofer, ich bin Gründer und Inhaber von Rocksports Biosportnahrung und ich heiße euch herzlich willkommen. Die ersten sind schon dabei. Bert, freut mich wie immer, dass du mit dabei bist. Gregor ist mit dabei. Schön langsam trudeln alle ein. Ja, die heutige Folge. Erstens einmal frohe Ostern in die Runde. Und zweitens hat sich vielleicht ein oder andere mal die Gedanken gemacht, ist das mit dem Cholesterin, ist das wirklich so arg und Cholesterin schlimm und da und Blutdruck und gesättigte Fettsäuren. Da gibt es relativ viele Mythen, die sich um das Hühnerei ranken. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich einmal vorab ein paar coole, spannende Facts zusammensuchen. Und zwar ist es lustig. Die einen oder anderen kennen das vielleicht von euch. Es gibt die klassischen weißen Eier und es gibt die braunen Eier. Und die Farbe des Eis hat jetzt nichts mit der Qualität an sich zu tun, sondern, so, Manfred ist jetzt auch dabei, Kerstin, Servus. Das Ei hat im Prinzip nichts mit der Qualität zu tun. Ich meine, das ist jetzt ein rotes Hühner-Bio-Ei. Aber ob das jetzt braun ist oder weiß ist, das hat nichts mit der Qualität an sich zu tun, sondern mit der Hühnerrasse. Und dieses Ganze, die Farbe an sich ist genetisch bedingt. Das heißt, es hat jetzt nichts damit zu tun, ob das irgendeinen Qualitätsmangel hat und deshalb weiß ist oder umgekehrt, ob es deshalb braun ist. Das heißt, die Farbe an sich ist genetisch bedingt. Und das Spannende ist, ca. 60% aller Eier am Markt sind in etwa braun und 40% weiß. Was auch ganz spannend ist, der Pro-Kopf-Verbrauch von uns Österreichern, ich glaube, das ist die Kennzahl aus 2017, sind knapp 240 Eier. Das heißt, 240 solche Stücke pro Jahr. Das ist, ich sage mal, jeden eineinhalbten Tag ein Ei. Das sind jetzt nicht nur die Eier, die wir selbst kochen und essen, sondern auch die Eier, die in Lebensmitteln verarbeitet sind. Das ist schon eine ganz anständige Menge. Ne? Nummer 1, Eierproduzent weltweit, das ist auch noch spannend, ist China mit über 31 Millionen Tonnen, nicht Eiern, sondern Tonnen an Eiern, 31 Millionen Tonnen. Und Österreich ist, glaube ich, auf Platz 54 mit 120.000 Tonnen. Also, dass man da mal ungefähr ein Verhältnis bekommt. Und die Chinesen, die futtern sogar noch mehr Eier, wie es wir tun. Ne? Extrem spannend. Was auch noch spannend ist, ich habe mir da mal die typische Legeleistung von den Hühnern rausgesucht. 1950 lag die Legeleistung noch bei ca. 120 Eiern pro Jahr. Das heißt, eine Legehenne hat ca. 120 Eier pro Jahr gelegt. Das ist 100, ja genau, 120 Eier pro Jahr. Das ist im Prinzip jeden dritten Tag. 365 durch 120, jeder dritte Tag in etwa ein Ei. In diesen Jahren, 2015, hat sich die Leistung mehr als verdoppelt. 300 Eier legt so ein Hühnchen pro Jahr. Das heißt, da hat man einfach durch bestimmte Kreuzungen, durch bestimmte Züchtungen es geschafft, dass die Hühner einfach ihre Leistung mehr als verdoppeln von 120 auf 300. Ja, und das, was noch auch spannend ist, und das zeige ich euch dann noch, wie man wirklich Eier und die Qualität von Eiern kennt, denn Ei ist nicht gleich Ei, auch wenn es vielleicht gleich ausschauen, sondern das Ganze kommt auch auf die Herstellung darauf an, auf die Produktion, sprich, wie ist dem Hühnchen gegangen, welches Futter wurde verwendet. Kommt näher, nachher dann noch ein paar nähere Beispiele dazu. Und ich habe da noch hergeschrieben, die Käfighaltung. Ihr habt ja auf jedem Ei so einen Aufdruck, das schauen wir uns dann noch an, was das genau ist. Und dieser Aufdruck sagt euch, gibt auch Auskunft darüber, ob dieses Ei Bio-Ei ist, Freilandhaltung, Bodenhaltung oder ob das aus der Käfighaltung kommt. Und die Käfighaltung ist seit vielen Jahren in Europa verboten. Trotzdem, und das ist jetzt spannend, da sind wir jetzt schon ein bisschen in der Politik drinnen. Die EU hat in diversen Projekten, beispielsweise das ist ein Projekt, das dann tatsächlich auch in den Nachrichten war, eine zypriotische Firma, die in der Ukraine Käfigbatterien gebaut hat und das mit österreichischen, nicht mit österreichischen, sondern mit europäischen Fördergeldern. Das heißt, da ist tatsächlich, obwohl die Käfighaltung in der EU verboten ist, da mit EU-Geldern sozusagen Käfighühnchen oder Käfigeier produziert worden. Das heißt, wenn Sie Qualität haben wollt,
Da muss man einfach nur mal drauf hinschauen. Und die Käfighaltung, auch wenn sie verboten ist, wenn ihr irgendwo einen günstigen Kuchen kauft, einen Fertigkuchen, dann sind da meistens aus dem Osten die billigen Eier mit drinnen. Das heißt, die Qualität, das ist einfach ein wichtiger Punkt, auf den komme ich gleich noch dazu. Das heißt, das waren einmal zu Beginn ein paar kleine spannende Fakten, die man vielleicht über das Hühnerei noch nicht gewusst hat. Habe ich ganz spannend gefunden. So, und jetzt in diesem Sinne, wer RockTV kennt, weiß, dass man zu Beginn einmal schauen und definieren, über was sprechen wir denn heute. Dass wir mal wissen, aus was besteht denn ein Ei? Im Prinzip ganz einfach, es gibt den Eidotter, es gibt das Eiklar. Das ist jetzt schon ein gekochtes Ei, aber jeder von euch kennt vermutlich ein rohes Ei. Und die meisten sagen dann, naja, das Eiweiß, das Protein sozusagen, das ist ja zum großen Teil im Eiklar enthalten. Das Eiklar oder man sagt ja auch Eiweiß dazu. Aber was viele Leute nicht wissen, ist, dass der Dotter selbst, also der Dotter des Eis, mehr Protein enthält als das Eiklar. Der Dotter mit knapp 16%, das Eiklar mit ca. 10% Protein. Insgesamt, wenn wir uns hier mal, das kann man jetzt glaube ich nicht so gut lesen, aber ist egal, ein Ei hat pro 100 Gramm in etwa 13 Gramm Eiweiß. Das heißt, der Eiweißgehalt ist jetzt so irgendwo im Mittelfeld angesiedelt, ist aber extrem nährstoffreich. Was heißt das? Man sagt immer, ein Ei ist eines der nährstoffreichen Lebensmittel. Ich sage immer so, aus diesem Ei entsteht ja irgendwann einmal oder hätte irgendwann einmal ein Leben entstehen sollen. Das heißt, da muss alles drinnen sein, damit dieses Leben entstehen kann. Sprich, entsprechend Eiweiß, Proteine, auch bei Tieren sind Proteine, Eiweiße, Aminosäuren wichtige Bestandteile, genauso wie es bei uns Menschen ist. Da sind Vitamine drin, da sind Spurenelemente drin, Mineralstoffe und so weiter. Das habe ich da mal aufgelistet, das kann man jetzt nicht alles lesen, aber nur, dass man mal einen Eindruck bekommt, was da wirklich in einem Ei alles für gutes Zeug drinnen ist. Wir haben hier eben die Mineralstoffe von Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und so weiter in gar nicht so geringen Mengen. Die gesamten Vitamine, wir haben hier auch noch die Spurenelemente mit dabei von Eisen, Zink, Kupfer und so weiter. Das heißt, dieses eine Stückchen Ei hat eine riesen Litanei an unterschiedlichsten Nährstoffen drinnen. Das heißt, das Ei an sich ist ein extrem nährstoffreiches und gutes Lebensmittel. So, das ist jetzt einmal für Beginn festgesetzt. Jetzt gehen wir aber mal hin und schauen uns an das typische Vorurteil bzw. den typischen Mythos, den man hört, gerade wie es jetzt ist in der Osterzeit, wo es darum geht, okay, wir gehen Eier suchen. Und natürlich meistens am Abend zum Abendessen zur Jause auf Österreichisch, ne, gibt es dann immer irgendwelche Eier, die ja extrem lecker schmecken. Aber dann heißt es dann oftmals am Abendtisch, naja, Eier nicht zu viel essen, da ist ja so viel Cholesterin drinnen, das steigert dein Cholesterin. Cholesterin ist wieder mit kardiovaskulären Krankheiten in Verbindung gebracht, das heißt Herzinfarkt als Folge und so weiter. Da kommen dann diese ganzen Diskussionen ins Laufen und wir schauen uns jetzt einmal an, stimmt denn das tatsächlich oder nicht? Das heißt, wir schauen uns an das Thema Cholesterin. Bevor wir das aufs Ei beziehen, Cholesterin ist immer sehr negativ behaftet, aber Cholesterin wird bei uns im Körper, in unserem eigenen Körper erzeugt. Es ist für verschiedene Funktionen zuständig, zum Beispiel den Zellaufbau, für die Hormonherstellung, Testosteron beispielsweise, wird mit Hilfe vom Cholesterin erstellt. Das heißt, es ist nicht ein Stoff, den wir extern zuführen, der ungesund ist für uns, sondern den stellen wir, verstoffwechseln wir selbst in unserem Körper her. So, und jetzt schauen wir mal rein. Man muss unterscheiden zwischen dem Nahrungskolesterin, sprich das Cholesterin, das ich beispielsweise über das Ei zu mir zuführe, oder das Cholesterin, das ich in unserem Körper drin habe. So wie ich was gerade gesagt habe, das was bei uns in den Organen an Cholesterin hergestellt wird, ist nicht das gleiche, wie ich es hier über, beispielsweise über Lebensmittel hinzufüge. Und was die meisten Menschen nicht wissen, und daraus kommt auch dieser Mythos, dass Eier den Cholesterinspiegel zu stark steigen lassen, man hat mit dem Nahrungskolesterin nur einen ganz minimalen Einfluss auf das Körpercholesterin. Ich wiederhole, das Nahrungskolesterin hat nur einen kleinen Einfluss auf das Körpercholesterin. Das heißt, ich kann viel, viel Cholesterin essen, das heißt aber nur lange nicht, dass dieses Cholesterin, mein körpereigenes Cholesterin, negativ, positiv oder wie auch immer beeinflusst. Und das ist einmal ganz, ganz wichtig zu wissen. So,
Wenn sich jemand von euch mit dem Thema Cholesterin schon mal beschäftigt hat, der hat vielleicht einmal das schon mal gehört, diese HDL, das LDL-Cholesterin. HDL wird immer als das gute Cholesterin bezeichnet und das LDL als das schlechte Cholesterin, sprich das Cholesterin, das sich irgendwo an den Zellwänden, in den Herzkranzgefäßen beispielsweise ablagert, dann zu Verengungen in den Arterien führt und dann vielleicht irgendwann einmal zu einem Herzinfarkt oder sonstigen Dingen führen kann. Das heißt, diese beiden Varianten hat man. Da könnte man jetzt noch ins Detail eintauchen, aber ich glaube, das reicht jetzt einmal. Das heißt, wir haben das HDL-Cholesterin, das LDL. So, und das heißt immer, naja, LDL ist ja das Schlechte und das ist das, was das Ei sozusagen begünstigt. Wenn man sich das aber genau anschaut, und da gibt es verschiedene Meta-Analysen. Meta-Analysen sind Analysen, die sich eine große Menge an Studien, die es veröffentlicht bereits gibt, anschaut und sich dann im Prinzip die Erkenntnisse rausnimmt und die dann vergleicht. Da gibt es eine ganz große Meta-Analyse, die ich mir heute auch zum Teil durchgelesen habe. Und da hat man eben rausgefunden, beziehungsweise anders formuliert, man hat keinen einzigen wissenschaftlichen Nachweis gefunden, dass die Eier einen negativen Einfluss auf das Cholesterinthema haben. Was schon stimmt, ist, dass sie das Cholesterin in geringem Ausmaß beeinflussen, aber eben nicht negativ, sondern sie steigern auch das HDL, das gute Cholesterin, und sie steigern auch das LDL. Aber beim LDL muss man wieder unterscheiden. Für die, die sich mit dem Cholesterin schon mal auseinandergesetzt haben, die wissen, dass es beim LDL verschiedene sogenannte Subpartikel gibt. Es gibt die kleineren sind die, die sich tatsächlich in den Gefäßwänden ablagern können. Die größeren Subpartikel nicht. Das heißt, die sind kein Problem. Und genau diese großen Subpartikel, das sind die, die durch Eierkonsum beispielsweise leicht erhöht werden. Das heißt, der gesundheitliche Mehrwert ist tatsächlich mit den Eiern gegeben. Und dass man sagt, okay, der Cholesterinwert wird negativ damit beeinflusst, das ist einfach schlicht und einfach wissenschaftlich nicht tragbar. Es gibt keine einzige Studie, die das so nachweist. Und von daher ist das einfach ein Mythos, der sich über viele Jahre hinweg festgesetzt hat. Der Gerald schreibt, so ein Scheiß, ich esse seit 35 Jahren 10 Eier am Tag und meine Werte sind top. Ja, du unterstreichst es. Und da habe ich noch eine coole Anmerkung, ich muss schauen, ob ich das jetzt auf meinem Schummler hier finde. Leider nicht, oder habe ich es da irgendwo? Na, aber dann erzähle ich es einfach so, wie ich es gemerkt habe. Danke Gerald für den coolen Kommentar. Und zwar die älteste Frau, die älteste, sie ist leider schon verstorben, 2016, die ist 117 Jahre alt geworden, so eine Italienerin. Und die haben sie gefragt, naja, was ist denn dein Geheimrezept? Warum bist du so alt geworden? Und ihre Antwort war ziemlich cool. Sie hat gesagt, sie isst täglich zwei rohe Eier und einen selbstgebrannten Grappa dazu. Und das ist ihr Geheimrezept dafür gewesen, dass sie so lange lebte. Also zwei rohe Eier und ein Grappa jeden Tag, dann seid ihr auf der gesunden Seite. Also Gerald, wenn du da den Grappa auch noch dazu machst, dann lebst du 150 Jahre. Ja. Gut, das heißt, das war's zum Thema Cholesterin, beziehungsweise eine Anmerkung noch. Wenn ihr tatsächlich das Thema LDL, also HDL, das gute Cholesterin und LDL, euch das im Detail anschauen wollt, da gibt es die sogenannte Subpartikelanalyse. Und diese Subpartikelanalyse, die schaut sich genau diese Dinge an. Das heißt, LDL, welche Partikel sind denn tatsächlich durch die Ernährung mehr oder weniger geworden? Und das ist dann, wenn man sozusagen für die, die tatsächlich ein Cholesterinproblem haben, die sich damit auskennen, ich bin jetzt auch nicht der Hochspezialist, aber da muss man sich im Prinzip genau in diesem Bereich dann vorarbeiten und nicht einfach sagen, okay, ich esse ein Ei. Da ist Cholesterin drinnen und das sorgt dafür, dass mein Cholesterin steigt. So ist es schlicht und einfach nicht. Das heißt, der größte Mythos, der sich um diese Eier wankt, der ist einfach nicht richtig, der ist nicht tragbar und der ist auch vielfach widerlegbar. Von daher, ihr müsst euch keine Gedanken um das Ei machen, wenn ihr das esst. So, und jetzt ist aber dann die Frage, wenn wir jetzt wissen, okay, das Ei ist grundsätzlich gut, aber ich habe ja gerade von dieser ältesten Dame erzählt, die 117 Jahre alt war. Die spricht von rohen Eiern. Oder ihr könnt euch vielleicht noch, das wäre spannend, dann kann ich mal schauen, wie sich das Publikum da bei mir verhält. Wer von euch kann sich an die Sylvester Stallone-Filme erinnern? Und zwar an den Rocky, der sich dann vor dem Training immer direkt vom Kühlschrank die rohen Eier in seinen Shaker reingehauen hat und dann Ex rein. Wer kann sich da noch erinnern? Wäre spannend.
Ich kann mich noch erinnern. Und deshalb stellt sich auch die Frage, ist es ein Unterschied, ob ich jetzt die Eier roh trinke? Oder ist es ein Unterschied, ob ich mir beispielsweise Eierspeis draus mache oder vielleicht weiche Eier, wie auch immer man das zubereitet? Und ja, es gibt tatsächlich einen Unterschied. Und da muss man sich jetzt dann überlegen, welche Variante für einen besser ist. Vielleicht vorweg noch, viele sagen jetzt, na, man kann ja die Eier nicht roh trinken, Salmonellen und so weiter. Wenn man sich aber mal überlegt, welche Produkte in unserem Alltag bereits rohe Eier enthalten. Ich gehe jetzt einmal los mit Mayonnaise, ich gehe weiter mit Tiramisu beispielsweise. Also es gibt ja unterschiedlichste Produkte, wo man die rohen Eier schon mit drinnen hat. Von daher, so ganz abwegig ist es nicht. Das Thema Salmonellen ist nicht mehr so stark vertreten, wie es vor vielen Jahren noch war. Ich habe jetzt keine richtig guten, aussagekräftigen Zahlen gefunden, aber man hat in einer Studie, die ist glaube ich schon 10 Jahre alt, in 30.000 Eiern ein Ei mit Salmonellenbefallen gefunden. In 30.000 Eiern ein einziges. Aber man tut sich natürlich schwer, das Ganze jetzt auf die weltweiten Eiervorkommen aufzubreiten, aber nur, dass man mal ein Gefühl bekommt. Und ich gehe davon aus, und ich werde jetzt dann gleich noch auf die Qualitätskriterien der Eier kommen, wenn man auf die Qualität, auf die Herkunft achtet, entsprechend auf die Haltungskriterien achtet, dann sind auch entsprechend die Krankheitserreger nicht in dieser Form vertreten. Das ist meine persönliche Meinung. So, aber jetzt gehen wir zur Zubereitung. Roh, so wie der Rocky, oder vielleicht doch gekocht. Der große Vorteil beim rohen Ei ist der, dass die Vitamine, die enthalten sind, und wir haben schon gesehen, da ist jede Menge enthalten. Wir haben hier die A-Vitamine, wir haben die gesamte oder fast die gesamte B-Vitamine-Schiene dabei, Vitamin C, Vitamin E, volles Programm. Wenn ihr das roh trinkt, dann ist der Großteil dieser Vitamine tatsächlich auch im Körper. Im Vergleich dazu, wenn sie das Ei kocht, beispielsweise Spiegelei, Rührei, führt es das dazu, dass der Vitamingehalt doch um ca. 30 bis 40%, da gibt es wieder unterschiedliche Angaben, sinkt. Das heißt, wenn sie das Ei kocht, dann sinkt der Vitamingehalt. Jetzt gibt es eine Alternative, dass man sagt, okay, vielleicht die einen oder anderen kennen das, das weiche Ei, wo im Prinzip das Ei klar rundum schön hart ist und der Dotter noch richtig schön flüssig ist. Das ist im Prinzip die Zwischenvariante, dass ich sage, der Dotter ist noch möglichst nicht heiß gekocht oder durchgekocht und das Eiweiß schon. Dann kann ich im Prinzip dafür sorgen, dass der Vitamingehalt höher ist, als wenn ich das Ganze beispielsweise in Rührei, das ist eher die schlechteste Variante, weil da ist alles durch hoch erhitzt. Ja, und wenn ich jetzt sage, mir geht es um das Thema Eiweiß, wir haben ja gesehen, okay, die Eier, die beinhalten ja einen hohen Anteil an Protein, da sind wir knapp auf 100 Gramm, knapp 13 Gramm, das ist gar nicht so schlecht. Wenn ich sage, das Protein ist mir wichtig, dann macht es Sinn, dass ihr die Eier kocht. Warum? Weil es gibt einen sogenannten Hämmer in diesen Eiern drinnen und wenn ich den koche, beziehungsweise ich glaube, das ist dieses Avidin, heißt es, wenn man das richtig gemerkt hat, und das kann die Proteinaufnahme hemmen. Wenn sie jetzt die Eier kocht, dann führt das dazu, dass dieser Hämmer quasi sich in Wohlgefallen auflöst und ihr deutlich mehr Protein nehmen könnt. Und das jetzt im Vergleich: Ihr könnt 90% des Proteins des Ei verwenden, wenn das Ganze gekocht ist. Wenn ihr das aber roh esst, könnt ihr in etwa nur 50% des Proteins verwerten. Das heißt 90 zu 50. 90%, wenn es gekocht ist, 50%, wenn das Ganze roh ist. Das heißt, so wie es der Rocky früher gemacht hat, der hat halt nicht die perfekte Proteinausbeute gehabt. Und so cool wie der Film war, aber er hat scheinbar diese ganzen Infos noch nicht gehabt. Wenn der damals schon RockTV gehabt hätte, dann wäre er wahrscheinlich noch besser geworden. Das heißt, zusammengefasst, ihr müsst euch überlegen, für was esst ihr die Eier? Wollt ihr primär von den ganzen feinen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen profitieren? Oder steht euch primär das Ei als Proteingeber im Vordergrund? Und dementsprechend dann mache ich das roh oder gekocht. Oder ihr sucht euch einfach die Variante dazwischen, das weiche Ei mit hart gekochten Eiklar sozusagen. Und in der Mitte ist noch der flüssige Dotter. Und das schmeckt ja auch aus meiner Sicht am allerbesten. So, und jetzt wird's spannend. Ich habe ja zu Beginn schon gesagt, Ei ist nicht gleich Ei. Man muss sich sehr wohl überlegen, wo das gute Stück herkommt. Denn dem einen, und da sieht man es jetzt natürlich nicht mehr, weil da ist die Farbe drauf. Aber ihr habt sicher schon einmal, wenn ihr
Ei im Supermarkt anschaut, das Ganze schon mal umgedreht und geschaut, okay, da steht irgend so eine Zifferkombination drauf. Jedes einzelne Ei, das ihr irgendwo vom Bauern kauft, vom Lebensmitteleinzelhandel holt, wo auch immer, habt ihr diesen Code drauf. Und dieser Code macht einfach Sinn, weil dann wisst ihr auch tatsächlich, ist das, was mir da angeboten wird, tatsächlich das, was ich auch bekomme, oder wird ein bisschen getrickst. Und von daher macht es Sinn. Es ist relativ einfach zu merken und deshalb habe ich mir entschieden, auch wenn die Zeit heute eher kürzer ist, dass ich das mit reinnehme, denn das ist für mich, wenn ich Eier in meinem Lebensmittelplan enthalten habe, dann muss ich einfach solche Grundlagen wissen. Das ist relativ einfach, zeige euch gleich wie. Das heißt, wenn Sie im Supermarkt ein nicht gefärbtes Ei, meistens wird es unten oder seitlich irgendwo aufgedruckt, anschaut, dann seht ihr eine Ziffern-, Buchstaben- und Zahlenkombination. Was bedeutet das? Beispielsweise hier 0AT2572303. Was bedeutet das? Stelle Nummer 1 gilt dafür, aus welcher Handlung, aus welcher Haltung das kommt. Und zwar gibt es da von 0 bis 3, 0, 1, 2, 3. Und 0 haben wir hier beispielsweise, das ist die Variante, die ich präferiere, das ist die Variante, die ich auch euch am Herzen lege. Und zwar 0 steht immer für Bio-Eier. Wenn bei euch am Ei der Nuller zu Beginn steht, dann wisst ihr, okay, das ist ein Bio-Ei, das wird entsprechend der EU-Bio-Kriterien gehalten, genauso wie da drinnen habe ich im Rocksports Bio-Protein-Pulver auch ein Hühnerei-Protein. Das heißt, jedes Ei, das bei mir im Rocksports-Protein drinnen ist, ist ein Bio-Ei. Das heißt, kommt aus kontrolliert biologischen Landwirtschaft. So, das heißt, wenn ihr euch das Ei anschaut, achtet auf 0. 1 ist beispielsweise Freilandhaltung, 2 ist Bodenhaltung und 3 ist die Käfighaltung. Käfighaltung, die ich vorher schon gesagt habe, die in der EU nicht mehr erlaubt ist. Aber wenn ihr Billigkuchen beispielsweise bei den Discountern, die man so kennt, kauft, da gibt es die Fertigkuchen, die, sagen wir mal, 2-3 Euro kosten. Und wenn man sich überlegt, was ein Kuchen, die Zutaten zusammengerechnet, kostet, dann muss da schlicht und einfach die billigste Qualität rein. Und dementsprechend werden auch die billigsten Eier verwendet und die kommen in der Regel aus der Ukraine, aus Rumänien und in dieser Richtung. Und da wird eben das Thema Käfighaltung, das in der EU grundsätzlich verboten ist, noch nicht so genau genommen, beziehungsweise gilt einfach die Gesetzgebung noch nicht. Und von daher kommen dann dort die sehr, sehr günstigen Eier. Ja, 2 ist wie gesagt die Bodenhaltung. Bodenhaltung bedeutet, ihr kennt vielleicht diese großen Hallen, da laufen die Viecher herum drinnen, meistens mit wenig Tagelicht, ohne Freilandhaltung. Die 1er ist dann schon die Freilandhaltung, das heißt, die bekommen dann auch einen gewissen Freilauf. Und die beste Variante ist aus meiner Sicht, beziehungsweise nicht nur aus meiner Sicht, sondern objektiv gesehen, die Bio-Freilandhaltung. Das heißt, die Hühnchen können draußen frei herumrennen. Ich glaube, 10 Quadratmeter pro Hühnchen muss da zur Verfügung stehen. Die ganzen Tiere werden nur mit Biofutter gefüttert. Die Tiere werden nicht oder dürfen nicht präventiv mit irgendwelchen Antibiotikern oder Hormonen behandelt werden. Und das Futter muss zu 100% gentechnikfrei sein. Man darf zwar im Bio-Bereich 5% Nicht-Bio-Futter beimischen, aber dieses Nicht-Bio-Futter darf nicht aus gentechnisch veränderten Anbau stammen. Es ist meistens in Österreich beispielsweise die Donausoja oder es dürfen zum Beispiel keine freien Aminosäuren beigemischt werden. Das heißt, da ist das Thema Ernährung für die Hühner schon extrem gut reglementiert. So, und wenn man sich jetzt überlegt und das Thema Pestizide, das Thema Antibiotika, das Thema alles, was es so gibt, Rückständen in den Eiern, das ist tatsächlich nachweisbar. So, und wenn ich jetzt den Hühnchen ganz was anderes füttere, sprich nur gutes Futter, die Tiere nicht präventiv mit Antibiotika behandle, naja, dann habe ich im Prinzip die besseren Rohstoffe. Ich kann tatsächlich sogar auch nachweisen, dass das Omega-3-Omega-6-Verhältnis entsprechend vom Futter im Ei dann besser ist. Das heißt, man kann, ich sage immer so, das ist der Vergleich mit der schwangeren Frau. Wenn die schwangere Frau raucht und säuft, dann wird das Auswirkungen auf das Kind haben, so traurig es ist. Und bei den Tieren ist es genau das Gleiche. Das ist nichts anderes wie das Kind vom Hühnchen. Und wenn ich dem Tier nur schlechte Dinge füttere, keinen richtigen Auslauf hat, das mit Medikamenten behandelt wird etc., dann muss ich schlicht und einfach damit rechnen, dass ich in dem Endprodukt die Rückstände drinnen habe. Und in diesem Nuller-Ei habe ich einfach die Möglichkeit, dieses Ganze auf das Minimalste, was aktuell möglich ist, zu reduzieren. Das heißt, Stelle Nummer 1, Biohaltung,
Freilandhaltung, Bodenhaltung, Käfighaltung. Drei Eier werdet ihr nirgendwo mehr finden. Aber wenn ihr beispielsweise in einem Bioladen seid und da werden euch 1er Eier verkauft, dann ist das beschiss. Im Bioladen darf es nur 0er Eier geben. Und selbst wenn ihr zum Beispiel beim Hofer, Aldi, wo auch immer einkaufen geht, dann muss, wenn es im Bioregal steht, überall auf jedem einzelnen Ei die 0 stehen. Die zweiten zwei Buchstaben stehen im Prinzip fürs Herkunftsland. In Österreich idealerweise überall AT, natürlich AT für Austria, dann gibt es DE, Deutschland, IT, Italien, FR für Frankreich und so weiter. Das heißt, ihr könnt da sofort nachschauen, wo das Ei tatsächlich herkommt. Ne? So, der Alexander schreibt, na hoffentlich isst du 10 Bio-Eier am Tag. Ja, Alexander, guter Input. Auf alle Fälle, wenn du 10 Bio-Eier isst, dann hast du wahrscheinlich weniger Antibiotika in dir, beziehungsweise hast du weniger Antibiotika zugeführt. So, und dann gibt es noch nach der Buchstabenkombination eine Ziffer. Und da habe ich jetzt zum Beispiel vom Biohof Tretter, der macht unter anderem Bio-Eier. Das ist im Prinzip die eindeutige Ziffer, bei welchem Landwirt das Ei hergestellt bzw. produziert wurde. So, das heißt, ihr könnt mit diesem einfachen Zifferncode die Haltung, die Herkunft und mit dem, das könnt ihr recherchieren, dann wisst ihr, von welchem Bauern das kommt, könnt ihr bei jedem einzelnen Ei sofort auf einen Blick feststellen, ist es wirklich das, wonach es aussieht. Wenn mir da irgendwie ein Bio-Ei verkauft wird und dann steht da eine 1 drauf und vielleicht noch aus Frankreich oder sonstigen Dingen, dann weiß ich, okay, irgendwas stimmt da nicht ganz. Das heißt, beim Einkauf achtet auf den Zifferncode, achtet auf die Qualität, das ist im Prinzip da mit drinnen, achtet auf die Herkunft, das haben wir hier, und auf die Fütterung und Haltung. Das ist genau das Ding, wenn ihr euch um das Thema Bio-Qualität kümmert und hier auf diese 0 achtet, dann habt ihr im Prinzip genau diese Kriterien schon mit berücksichtigt und dann könnt ihr einfach qualitätstechnisch auf Nummer sicher gehen. So, lange Rede, kurzer Sinn, was ist jetzt das Fazit? Das Fazit ist, die Eier, das Cholesterin im Ei hat nicht die oftmals zitierten negativen Einflüsse auf das körpereigene Cholesterin. Wie wir gehört haben, ist das Nahrungskolesterin hat nur einen minimalen Einfluss auf das körpereigene Cholesterin. Cholesterin an sich ist nichts Schlechtes, wird bei uns im Körper für verschiedenste Funktionen benötigt, ist ein essentieller Stoff. So, und das heißt nicht automatisch, wenn dann in einem Ei Cholesterin ist und ich das Ei esse, dass dann dieses Cholesterin negative Werte hervorruft, sondern wir haben diese Meta-Analyse, die ich vorhin erwähnt habe, die im Prinzip ausschließlich positive bzw. neutrale Ergebnisse zur Folge hat. Das zweite ist, was ganz wichtig ist, auf die Qualität und Herkunft achten. Schaut, wo das Zeug herkommt. Das gilt nicht nur bei den Eiern, das gilt bei der Milch, das gilt bis hin zum Proteinpulver. Schaut, dass das für jemanden habt, wo ihr wisst, wo das herkommt. Darum habe ich mein eigenes Proteinpulver entwickelt, weil ich wissen will, wo die Eier herkommen. Ich will wissen, wo die Milch herkommt. Ich will wissen, wo die ganzen Zutaten, die da drinnen sind, herkommen. Und wir haben ja, und jetzt gibt es ja bald eine Überarbeitung im Lebensmittelbereich, wo dann bei verarbeiteten Produkten auch die Herkunft draufstehen muss. Das heißt, aktuell ist es so, zum Beispiel hier auf den Eiern haben wir es drauf, auf der Milch sieht man es und so weiter. Zukünftig wird es auch bei verarbeiteten Produkten sein, sprich, wo mehrere verschiedene Zutaten miteinander vermischt werden. Da weiß man ja oftmals nicht, wo kommt das her. Das wird es in Zukunft auch bald geben. Das heißt, da ist es für uns Endkonsumenten dann noch leichter, dass man das Ganze nachvollziehen kann. Ja, und hier, ich habe mir es eh notiert, die Emma Morano ist es, die ich vorhin eingangs erwähnt habe, die 117 Jahre alt geworden ist, die ist 2016 verstorben, genau die Emma war das, und die bevorzugt 2 rohe Eier pro Tag plus Grappa, und das hat sie gesagt, ist ihr Geheimrezept, dass sie so alt geworden ist. Das heißt, esst Eier, esst Bio-Eier, brennt euren eigenen Grappa, die Emma hat es auch gemacht, ist 117 Jahre alt geworden, und dann werden wir uns noch viele, viele Jahre lang sehen. So, das war's heute. Ei oder nicht Ei? Die ganz klare Antwort ist Ei. Und der Oliver Kahn, wer den kennt, der hat schon früher gesagt, Eier, Eier, wir brauchen Eier. Und genau das ist richtig. Das ist ein schöner Abschlusssatz. Ich hoffe, dass ich diese Füllmenge an Informationen gut rübergebracht habe. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir euer Like, euer Herzchen, euer Wow da lässt, wenn ihr Leute da unten markiert, wo sie sagt, die wollen wir jedes Mal den Cholesterinbären aufbinden, markiert die drunter,
Denn RockTV wächst nur mit euch und RockTV hat nur die Reichweite, die ihr mir mit eurer Interaktion gebt. Und genau um das geht's. Das sind alles eure Fragen. Ich sitze mich darin, ich mag es extrem gerne, aber ich freue mich auch, wenn ihr mich da unterstützt, damit wir das Ganze in die Welt raustragen sozusagen. Ja, und wenn ihr mir noch ein kleines Feedback schreibt, wie es euch gefallen hat, beziehungsweise wenn ihr eigene Fragen habt, die ihr gerne beim nächsten Mal behandelt haben wollt, dann schreibt es unten rein. Und dann machen wir das in einem der nächsten RockTV-Folgen. Und jetzt noch abschließend gibt es noch einen kleinen Werbeblock. Und zwar gibt es bis morgen, im RockSports Shop versandkostenfreie Lieferung. Das heißt, wenn Sie irgendeine feine Bio-Sportnahrung, zum Beispiel von Bio-Protein-Pulver mit echten Bio-Eiern, probieren wollt, bis hin zur Eiweiß-Schoki, was es auch alles im RockSports Shop gibt, bis morgen habt ihr noch die Gelegenheit, dass ihr euch das versandkostenfrei zustellen lassen könnt. In diesem Sinne, schönen Abend, herzlichen Dank fürs Dabeisein und ihr könnt eure Bio-Eier mit gutem Gewissen genießen. Ciao, ciao.